Also ich sage, höre gerade vom ersten Bürgermeister, hat hier mit nichts zu tun, stimmt auch. Ich war draußen gewesen, ganz kurz, und die Bauarbeiten sind, die Baggerarbeiten sind weg, aber der Radweg ist, was Sie das ansprechen, ist eigentlich auch weg. So ärgerlich wie das ist, muss man ganz offen sagen. Polizei war da und jetzt geht das ganz normale Verfahren vorwärts in dieser Sache. Und ich persönlich muss das mal ganz offen sagen, ich finde das unheimlich ärgerlich, was da abgelaufen ist draußen. Wir haben alle Sicherungsmechanismen eingebaut, dass das eben nicht geschehen darf. Aber wenn einer trotz Ansagen, dass man bei Rot nicht über die Ampel gehen soll, trotzdem bei Rot rübergeht, das können wir dann auch nicht verhindern. Das ist jetzt geschehen und jetzt müssen wir morgen die nächsten Schritte einleiten. Und das ist mehr als ärgerlich. Tut mir leid. Können wir nichts ändern. So, wir steigen ein zur Behandlung der Vorlage Veränderungssperre für das Planungsgebiet des Bebauungsplans 357c. Wie von mir eingangs gesagt, beginnt die CDU-Fraktion, Herr Thiele, und dann die Linke, Herr Wirtz. Tja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns ja nun schon öfter mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Und vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse fällt es natürlich schon schwer, hier noch sachgerecht und auch kühl und rational zu diesem Thema zu sprechen. Ich werde es trotzdem versuchen, denn worum geht es? Heute ein Stück weit natürlich schon wieder um einen anderen Sachstand als bei den Debatten vorher, denn die Veränderungssperre bezieht sich ja nun auf den aktuellen Stadtratsbeschluss, der leider in der letzten Sitzung entsprechend getroffen wurde. Und weil das so ist und wir ja diesen Stadtratsbeschluss letztens schon nicht geteilt haben, aus guten Gründen, wie wir denken, werden wir auch dieser Veränderungssperre, die dieser Beschlussfassung nochmal manifestiert, heute nicht zustimmen. Das möchte ich hier jetzt meiner Rede so klipp und klar voraussetzen. Warum tun wir das? Und das hängt natürlich wieder mit diesen aktuellen Ereignissen zusammen, weil die Dresdner CDU schon für eine Politik steht, die Investitionen in dieser Stadt möglich macht und nicht verhindert und nicht blockiert. Und bezogen auf das Areal südlich der Leipziger Straße, Marina Garten und Hafen City, bedeutet das eben, dass hier seit mindestens einem Dreivierteljahr von der neuen Gestaltungsmehrheit, wie sie sich so schön nennt, Gestaltungsmehrheit, ja, den Begriff sollte man sich hier mal auf der Zunge zergehen lassen, seit einem Dreivierteljahr werden hier Steine in den Weg gelegt und sinnvolle Entwicklungen werden behindert und blockiert, obwohl man eigentlich da schon weiter war und man ein schönes Gebiet hätte entwickeln können, eben auch unter dem Aspekt der Beachtung des Hochwasserschutzes. Und ich möchte mal sagen, auch bei der vorhergehenden Befassung in der letzten Legislatur gab es entsprechende Anregungen von SPD und auch von Grünen zu beiden Projekten, die dann in die Beschlussfassung eingeflossen sind und die das sicherlich auch weiter qualifiziert hätten, wozu die Investoren auch bereit waren. Jetzt hat man hier für eine Eskalation gesorgt, die nun in diesen aktuellen Ereignissen gipfelt. Ich möchte sagen, ich finde das auch nicht schön und auch sehr schade, dass das jetzt hier auf dem Rücken der Dresdner ausgetragen wird. Aber, naja, der Punkt ist, warum ist es so weit gekommen, Herr Lames? Das sollten insbesondere Sie sich hier auf der linken Seite fragen. Hätte es nicht genügend Kompromissmöglichkeiten gegeben, verdammt nochmal, es zu verhindern, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo wir uns heute befinden. Es ist wirklich total ärgerlich und jetzt haben wir das Ergebnis. Echt schade drum. Und damit ich nicht die Fassung verliere, höre ich jetzt hier auf. Wir lehnen das ab, so kann es hier nie weitergehen. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträtin, liebe Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Der untertänige Ton gegenüber wild gewordenen Baulöwen ist hier absolut fehl am Platze.
ist absolut fehl am Platze. Und es ist auch absolut fehl am Platze, dass die CDU sich hier in Form von Herrn Thiele absolut aus ihrer Verantwortung stiehlt. Die Behandlung des Bauantrages obliegt derzeit dem Baubürgermeister Marx, der Dienstherr der Bauaufsicht Dresden ist. Das hat mit Rot-Rot-Grün überhaupt nichts zu tun. Erstens. Zweitens. In der Veränderungssperre als Satzung steht drin, der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hat am 3. Februar 2010 beschlossen, für das Gebiet der Leipziger Vorstadt einen Bebauungsplan und so weiter zu erlassen. Auf diesen Bebauungsplan unter anderem stützt sich die Verwaltung jetzt mit der Zurückstellung des Bauantrages und wir stützen uns darauf mit der Veränderungssperre. Das heißt, Sie haben das alles mit abgestimmt und es gibt überhaupt gar keinen Grund, hier von diesen Beschlüssen abzurücken. Der Leiter des Umweltamtes, Dr. Korndörfer, hat, und dessen Dienstherr ist Dirk Hilbert, FDP, amtierender erster Bürgermeister oder amtierender Oberbürgermeister, Vertreter, der hat Bedenken vorgetragen hinsichtlich der Flutsicherheit des Planes. Und er hat gesagt, wir müssen uns zuerst um den Flutschutz kümmern. Und ich habe das schon mal gesagt, Rot-Rot-Grün sieht als Investoren vor allen Dingen diejenigen, die diese Wohnung erwerben und mit dem Problem des Flutschutzes leben müssen, und zwar sicher leben müssen, und nicht auf Seiten dieser wild gewordenen Baulöwin, die sich nämlich mit dem Gewinn davon macht und Leute mit den Schwierigkeiten der Elbe, die wir alle gut genug kennen, gerade auch 2013 nochmal im Stich lässt. Meine Damen und Herren, das wollen wir vermeiden. Aber zur Sache, was sehen wir heute für Bilder? Wir sehen zwei Bagger, die illegal einen öffentlich gewidmeten Weg, der im Besitz der Landeshauptstadt Dresden sitzt, wegbaggert. Er ist öffentlich gewidmet, ja. Und wir sehen, dass gedungene Bodyguards Menschen auf einem öffentlich gewidmeten Radweg mit Gewalt hindern, diesen Weg zu benutzen. Dies ist ein verabscheuungswürdiger Akt von Selbstjustiz und ich fordere die Verwaltung auf, hier mit aller Härte dagegen vorzugehen. Meine Damen und Herren, ich habe es schon gesagt, Unterwürfigkeitsgesten sind hier fehl am Platze. Wir waren bisher konfrontiert mit einem Akt der politischen Erpressung. Wenn ihr mein Baugesuch nicht positiv bescheidet, dann bagger ich den Elbradweg weg. Man ist im politischen Raum gut beraten, wenn man sich nicht erpressen lässt und Rot-Rot-Grün lässt sich nicht erpressen, meine Damen und Herren. Mehr noch, seit heute Nachmittag ist dieser Akt der politischen Erpressung zu einem Akt des politischen Terrorismus geworden. Die Architektin versucht mit Gewalt gegen Sachen, die genauso verwerflich ist wie Gewalt gegen Menschen, die aber durch ihre Bodyguards dort auch ausgeübt worden ist, das haben wir im Livestream gesehen, eine Entscheidung zu beeinflussen. Und das ist immer noch ein Straftatbestand, meine Damen und Herren. Was diesen Akt des politischen Terrorismus betrifft, als den ich die Beschädigung des Elbradweges betrachte, sage ich nicht nur Rot-Rot-Grün. Nein, meine Damen und Herren, Dresden wird sich auch nicht einschüchtern lassen. Dafür werden wir sorgen. Ich habe das letzte Mal hier Bilder an die Wand geworfen vom Zustand auf dieser Baustelle. Die angebliche Besitzerin oder Mitbesitzerin dieses Grundstückes gefährdet dort durch die achtlos liegen gelassenen Bauschutt bei Flut das Überflutungsgebiet. Durch den derzeitigen Zustand der Gebäude könnten Helferinnen und Helfer nicht mal das Grundstück betreten, ohne sich zu gefährden, erstens. Zweitens, bis letzte Woche konnte man noch sehen, dass dort auch am Elbbad direkt Gebäude einsturzgefährdet waren. Und die hätten auch Passanten gefährden können. Ich muss schon sagen, ich bin sehr verwundert, dass die Verwaltung diesen Dingen nur sehr schleppend und nur soweit man sie zum Jagen trägt, nachgeht. Auch hier denke ich, dass wir in Zukunft mit anderen Bürgermeistern mehr Erfolg haben werden und uns auch besser durchsetzen können. Herr Marx hat in den letzten 7 Jahren als Boxer, würde ich sagen, gute Nehmerqualitäten gezeigt. Aber mit Nehmerqualitäten kommt man über die Runden, aber man gewinnt nicht. Wir brauchen endlich einen Baubürgermeister oder eine Baubürgermeisterin, die gewinnt und dafür wird Rot-Rot-Grün sorgen. Ja, zur Veränderungssperre. Wir müssen aufpassen, dass dort nicht weiter Menschen gefährdet werden und Dinge schieflaufen. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser.
Sehr geehrte Kollegen, liebe Damen und Herren, zunächst, Herr Thiele, Frau Töberich hat hier für die Eskalation gesorgt, indem sie den Elberadweg abbaggern lässt und nicht rot-grün-rot. Worüber sprechen wir? Wir sprechen über die Veränderungssperre. Und diese Veränderungssperre hat uns zu Recht die Verwaltung und die Stadtplanung vorgelegt. Insofern sehe ich hier keine Kritik an Bürgermeister Marx, sondern es ist genau das Richtige, was hier zu tun ist. Und ganz grundsätzlich ist es so, weil von Ihrer Seite immer der Vorwurf kommt, wir würden hier verhindern, möchte ich Ihnen einfach mal sagen, wir reden bei Verhinderungsprojekten zum Beispiel über Globus, eine höchst umstrittene städtebauliche Entwicklung und auch, was das Marktgeschehen in Dresden angeht, durchaus auch in Ihren Reihen umstritten. Wir reden über dieses Projekt Marina Garden und wir reden nicht über all die anderen, und wir hatten es letztens, glaube ich, schon mal gesagt, im Ausschuss SB, 500, 600 Wohnungen, mehrere Projekte, all das wird hier beschlossen, und zwar mit den Stimmen von Rot-Grün-Rot. Und man fragt sich schon, warum wir ganz oft sagen, das sind gute Projekte, die beschließen wir gern mit, das ist in Ordnung. Und diese beiden anderen Projekte, die führen Sie in der Öffentlichkeit jetzt hier die ganze Zeit vor, um zu behaupten, dass wir verhindern. Ich sage Ihnen ganz klar, wir wollen nicht durchwinken, das ist nämlich der große Unterschied zu Ihnen, sondern wir wollen gestalten. Wir wollen das tun beim Thema Globus und auch beim Thema Marina Garden. Worüber streiten wir ganz konkret? Frau Töberich will dort, wo 2013, und es wundert mich, dass Ihr Gedächtnis da so gering ist, 2 Meter Wasserstand war, nämlich unten, ganz in der Nähe des Elberadwegs, den sie jetzt abgebaggert hat. Dort will sie Wohnungen bauen und sie will das, ein anderes Wort gibt es dafür nicht, ganz egoistisch mit einem Objektschutz absichern. Und sie weiß, dass wir hier im Stadtrat den Beschluss gefasst haben, dass wir einen Objektschutz eben nicht wollen, sondern einen öffentlichen Gebietsschutz, der vor allen Dingen Pieschen, und zwar alle, die da wohnen, nicht nur die, die dann in Marina Garden vielleicht mal wohnen, dauerhaft schützen. Und genau dagegen will Frau Töberich die ganze Zeit opponieren, und das tut sie in einer unglaublichen Art und Weise, denn sie will diesen Gebietsschutz verhindern, und das ist aus meiner Sicht extrem egoistisch gedacht. Wir haben einen Aufstellungsbeschluss gefasst, auch das nochmal zur Erinnerung, weil immer so getan wird, wir würden dort nichts tun. Es stimmt nicht, es gibt diesen Aufstellungsbeschluss und Sie kennen ihn. Ja, wir wollen nicht, dass dort, wo jetzt der Freiraum in der Nähe des Elberadwegs war, dass dort diese Bebauung von Frau Töberich hinkommt, sondern wir wollen, dass das Elbnah wird, renaturiert mit Wiesen, sodass im Falle einer neuen Flut dort auch die Elbe sich ausbreiten kann. Das ist das, was man übrigens in vielen Bundesländern in Deutschland tut. Nur in Sachsen tut man es nicht. Und dafür gibt es Gründe, das wissen Sie auch. Aber ich glaube, das ist das Normalste der Welt, dass man, wenn man so ein Hochwasser hat, darauf irgendwie vernünftig reagiert und nicht immer wieder neue Beschlüsse fasst, die dann das nächste Mal uns wieder gemeinsam in die Wellen dort schauen lassen. Und wir haben in diesem Aufstellungsbeschluss auch gesagt, es gibt dort die Möglichkeit einer Entwicklung. Das wissen Sie, weil Sie diesen Text gelesen haben. Und die Stadtverwaltung hat zu Recht in ihrer eigenen Vorlage, die sie gebracht hat, auch das finde ich gut, diesen Weg gewählt, dass sie Frau Töberich in dieses Werkstattverfahren mit dem Stadtrat und der Verwaltung hineinbringen will, um eben auszuloten, inwiefern man dort zu einer Entwicklung kommt, die für alle eben auch dann am Ende funktioniert. Und so funktioniert es nur. Sie kann nicht kommen und sagen, sie erwirbt dieses Grundstück und baut nach Gutdünken das, was sie will, sondern sie ist in einer Stadt, hier gibt es einen gewählten Stadtrat und sie hat mit uns zusammenzuarbeiten oder sie begibt sich eben auf das Risiko der Eskalation. Und ich sage Ihnen klar, Ihr Bürgermeisterkandidat Herr Ulbrich hat gesagt, er verhindert das Abbaggern des Elberadwegs. Ich kann nur sagen, er hat es nicht verhindert. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Stahlmann-Fischer. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich mal darauf zurückbesinnen, dass wir hier über die Veränderungssperre reden. Und ich erinnere mich ungefähr an vor einem Jahr, wo ich das Thema Bauleitplanung in meinem Studium hatte, in der Vorlesung. Und am Ende des Jahres kam eine Klausur und es wurde die Frage gestellt, erläutern Sie das Instrument der Veränderungssperre und geben Sie ein Anwendungsbeispiel. Ich möchte jetzt hier darlegen, warum ich dieses Beispiel gewählt hätte und warum wir dieser Veränderungssperre zustimmen. 2 Stichpunkte habe ich in meinem Studium gelernt, die quasi zur Bauleitplanung dazugehören. Zum einen die Abwägung und zum anderen die Sicherung der Planung. Die Wichtigkeit der Abwägung aller Interessen und die Interessen der Allgemeinheit gegenüber Einzelinteressen. Für uns haben wir durch den Einstieg in das Bebauungsplanverfahren auf der letzten und auch auf der
auf den vorherigen Sitzungen gezeigt. Wir wollen das geordnete Verfahren und eine geordnete Stadtentwicklung. Aus den Ereignissen der letzten Wochen und auch aus den jüngsten Entwicklungen schlussfolgernd ist jetzt die Absicherung des Planungsverfahrens der logische nächste Schritt, so wie er auch im Lehrbuch quasi vorgesehen ist. Folgerichtig beschließen wir diese Veränderungssperre. Dadurch werden wir während der Aufstellung des Bebauungsplans nicht vor vollendete Tatsachen gestellt, das leider nicht auf den Elberadweg bezieht, aber zumindest auf die Bebauung. Und kommen dann zu einem Ende, welches eine Nutzung ermöglicht, die hoffentlich alle Interessensgruppen ausreichend berücksichtigt. Damit, das ist meine Begründung, warum ich, wenn ich diese Klausur jetzt nochmal schreiben würde, dieses Beispiel als Lehrbuchbeispiel für eine Veränderungssperre aufgreifen würde, weil genau diese kritischen Punkte hier relevant sind. Und deswegen stimmen wir zu. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Vogel. Herr Vogel, ja, Sie. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Sie, die Mitglieder der rot-rot-grünen Gestaltungsmehrheit, gestalten nicht. Sie zelebrieren den Stillstand. Die Argumente zum Marina Garten sind alle auf dem Tisch. Sie aber sind beratungsresistent. Die von Ihnen geforderte Veränderungssperre für das Plangebiet des Bebauungsplans Nummer 357c verhindert über Jahre hinaus jede städtebauliche Entwicklung im Areal Leipziger Straße-Puschkinplatz. Sie verhindern mit Marina Garten 240 neue Wohnungen, die Dresden auch braucht. Ihre offen zur Schau getragene Investorenfeindlichkeit und die damit verbundene Rechts- und Planungsunsicherheit hemmt die Entwicklung der Stadt auf Jahre. Die Stadtratssitzungen zu diesem Themenkreis geraten zur Posse. Und was die linke Mehrheit, die für dieses Desaster alleine verantwortlich ist, zu dieser Sache sagt, erst Marina Garten verhindern und dann mal schauen. Weder beim Hochwasserschutz, wo Sie sich auf widersprüchliche Gutachten berufen, noch bei Ihrem großen Schlagwort soziokulturell bringen Sie irgendetwas Konkretes. Sie verweisen auf einen Masterplan, den es für das betreffende Gebiet zu entwickeln gelte. Aber Sie haben, wenn Sie ehrlich mit sich und den Bürgern dieser Stadt sind, überhaupt kein klares Konzept. Sie haben kein neues Geld, keine neue Investoren, Sie haben nichts, Sie verhindern. Das ist das dürftige Ergebnis der seit Monaten andauernden Debatten um Marina Garten. Das ist das Ergebnis Ihrer traurigen Politik. Wunschträume, Absichtserklärungen und Stillstand. Das ist gefährlich. Ihre Politik hat das Potenzial, beträchtlichen Schaden in Dresden anzurichten. Die Konsequenzen sind für unsere Stadt nachteilig. Nicht Frau Töberich und der Dresdenbau GmbH sollte der Schlüssel weggenommen werden, wie Herr Dr. Lames in der letzten Stadtratssitzung so plastisch geschildert hat. Sie, Rot-Rot-Grün, sollten den Schlüssel zum Rathaus einfach abgeben. Sonst, und ich habe nicht den leisesten Zweifel daran, werden Sie die Bürger bei der nächsten Wahl zur Verantwortung ziehen. Dankeschön. Für die FDP-Fraktion, Herr Fischer, nein, Herr Zastrow. Mir geht es ein bisschen wie Herrn Thiele. Ich werde mich auch zurückhalten. Es war schon aufregend heute genug und ich muss mich heute mal selbst schützen. An Betracht dessen, was da gerade eben am Elberadweg abgeht. Deswegen erstmal nur ganz kurz zur Veränderungssperre. Unsere Position dazu ist klar. Das ist eins aus dieser Kette, von der ich heute gesprochen habe, an wirtschafts- und investitionsfeindlichen Entscheidungen, die Sie zu verantworten haben. Ihnen ist das Schicksal eines kleinen Vereins wichtiger als eine große, wichtige Investition. Sie gründen lieber eine WOBA, die dann staatlich finanziert Wohnungen baut, obwohl es auf dem privaten Markt ganz genauso ginge. Sei es wie es sei, Sie machen das, Sie ziehen das durch, das wird sich heute auch nicht ändern. Die FDP-Fraktion Freie Bürger wird dem natürlich nicht zustimmen. Ansonsten, wie soll ich sagen, es ist Rot-Rot-Grün wirkt. Das ist Ihre Politik, die da heute gerade eben stattgefunden hat.
Das haben Sie provoziert. Was geht? Ich kenne genug Investoren in Dresden und niemand bisher, obwohl er, selbst wenn sie sich nicht so gut behandelt gefühlt haben und im Unrecht gefühlt haben, würde sich trauen, es so zu tun. Weil man immer weiß, man will ja was erreichen und hofft auf die Vernunft auch der politischen Akteure, aber in ihrer in Beton gegossenen Front ist das nicht möglich, weil sie sich keinen Meter, Frau Filius-Jähne, bewegen, keinen Meter. Und das, was Sie hier sehen, ernten Sie, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und gerade Herr Würz, ich habe schon das letzte Mal geschluckt, da haben Sie uns beim Bürgerbegehren als gedungene Stimmenzähler bezeichnet. Das ist aus meiner Sicht strafrechtlich relevant, so eine Behauptung. Gucken Sie mal bitte, was gedungen heißt. Schauen Sie mal nach. Heute schon wieder, Sie haben in der letzten Stadtratssitzung hier allen Hass gegenüber dieser Investorin ausgeschüttet. Alles, was das für eine windige Frau wäre, völler Missachtung. Wissen Sie eigentlich, welche Sprache Sie hier wählen? Wie Sie mit Menschen, die wahrscheinlich, ich nehme es mal an, auch Ihre persönliche Existenz mit dieser Investition, die Sie natürlich auch auf einem Vertrauen in die Planung, die Sie bisher gegeben hat, gemacht haben, hier eigentlich schüren? Herr Wirth, Sie selbst, Ihre Fraktion ist das. Niemand anders. Das ist eine Überreaktion, gar keine Frage. Ich fahre selbst auf diesem Elbradweg ganz oft lang, das wird mich selbst behindern. Ich finde das nicht gut. Aber Sie müssen mal überlegen, was Sie hier schaffen. Sie spalten diese Stadt. Merken Sie das? Sie regieren ein halbes Jahr und haben es geschafft, diese Stadt tief zu spalten. Und Sie führen dazu. Und das führt dazu, dass sich hier der politische Streit anfängt zu radikalisieren. Das gab es in dieser Stadt noch nie. Und was in dieser Stadt? In dieser Form gab es das in dieser Stadt noch nie. Und wie riskant dieses Spiel ist, lieber Herr Scholbach, wie riskant dieses Spiel ist, wissen Sie selber, wissen... Können Sie mal wiederholen? Ich habe Sie nie verstanden, Herr Scholbach. Frau Töberich ist nicht mein Partner. Frau Töberich ist eine Investorin. Und jetzt will ich eins sagen, lieber Herr Scholbach, und das passt gut zu Ihrem Zwischenruf. Und bitte, Sie wollen hier regieren, dann verhalten Sie sich auch so. Wenn Sie regieren, dann können Sie nie weiter fundamentale Opposition machen. Das funktioniert nie. Sie müssen die Rolle wechseln. Sie müssen die Rolle wechseln, ganz dringend. Sie wissen, was gerade da drüben passiert ist. Frau Töberich musste diese Nehmerqualitäten, die ein Boxer braucht, Herr Würz, gerade eben am eigenen Leib spüren. Denn sie wurde angegriffen, sie wurde geschlagen. Woher kommt das? Es kommt aufgrund solcher Sprüche, Herr Scholbach. Schämen Sie sich! Meine Damen und Herren, würde empfehlen, ein bisschen emotional wieder runterzufahren. Ich würde ungern wieder dahin kommen, wo wir bei der letzten Sitzung waren. Und darf als nächstes nach der Fraktionsrunde jetzt in der Reihenfolge zunächst Herrn Lichti und dann Frau Dr. Kaufmann aufrufen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist natürlich klar, dass bei dieser Frage die Emotionen hochgehen, die gehen auch durchaus bei uns hoch, weil ich sage ganz offen, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass eine, und jetzt sage ich das mal bewusst, eine sogenannte Investorin dermaßen offen und frech geltendes Recht missachtet. Weil wissen Sie, es gibt zwei Dinge. Man kann sich politisch streiten, ob die Politik, die Rot-Grün-Rot, beim Bauvorhaben Puschkin-Park eingeschlagen hat, ob die richtig ist oder nicht. Wir sind der Meinung, sie ist richtig, aus guten, sachlichen, wohlbegründeten Gründen. Und Sie von der rechten Seite des Hauses sind der Meinung, dass diese Gründe nicht vorliegen würden. Das ist normaler politischer Streit und das ist richtig und das muss auch hart zur Sache gehen. Und das haben wir auch im letzten halben Jahr immer so gehalten. Aber darum geht es jetzt nicht mehr. Es ist eindeutig, es gibt eine Untersagungsverfügung der Landeshauptstadt Dresden. Die ist begründet, die ist auch der Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz, ich glaube vor 3 Wochen, von den Zuständigen dargelegt und begründet worden. So. Das gilt. Frau Töberich kann ja dann, wenn sie anderer Meinung ist, wie es in einem Rechtsstaat üblich ist, den Rechtsweg bestreiten. Das kann sie tun. Deswegen sind wir ein Rechtsstaat.
Aber was sie nicht tun kann, ist, ihr vermeintliches Recht selbst in die Hand zu nehmen und im Grunde Selbstjustiz oder Faustrecht zu üben und so zu tun, als ob sie sich über eine Untersagungsverfügung der Landeshauptstadt Dresden einfach hinwegsetzen könnte. Das ist eine andere Qualität. Das ist eine andere Qualität. Und ich erinnere mich, wie das dann immer so ist, bei Demonstrationsgeschehen, dann wird gerade auf der rechten Seite des Hauses, wird dann immer wieder gesagt, ja, also die Linken würden ja die rechtsfreien Räume und sie kennen diese ganze Debatte jahrzehntelang mit Hausbild und so weiter, rechtsfrei. Und dann ist gerade ihre Seite, wir können doch keine rechtsfreien Räume dulden in Deutschland. Ja, Sie haben recht, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Das gilt aber auch dann, wenn es um Ihre vermeintlichen politischen Freunde geht. Und das müssen Sie einfach hier an dieser Stelle verstehen und auch unterscheiden. Und deswegen bitte ich Sie doch, so wie Ihre Redner jetzt hier aufgetreten sind, war das, naja, also man hatte schon den Eindruck, dass Sie eigentlich sich rechtlich auf die Seite der Frau Töberich stellen und der Meinung sind, naja, die hat eigentlich ganz rechtmäßig oder jedenfalls verständlich gehandelt. Deswegen fordere ich Sie auf, nutzen Sie die weitere Debatte, um von hier vorne klarzustellen, dass Sie diesen offensichtlichen Rechtsbruch der Frau Töberich nicht gutheißen. Und ich sage Ihnen, ich setze noch einen drauf. Ich erinnere mich sehr gut, der amtierende Innenminister Herr Markus Ulbich hat sich an eben diesem Elberadweg, den jetzt Frau Töberich persönlich, wie ich in der Presse gelesen habe, persönlich am Knüppel des Baggers abgebaggert hat. An eben dieser Stelle hat sich Herr Markus Ulbich mit Frau Töberich abbilden lassen. Und ich glaube, die Überschrift war, ich werde das für Sie klären. Ich fordere Herrn Ulbich auf und ich fordere die ihn stützende Fraktion auf, jetzt doch hier klarzustellen vor der Dresdner Öffentlichkeit, wo denn der Innenminister des Freistaates Sachsen in dieser Frage steht. Ob er denn diesen offenen Rechtsbruch tatsächlich befürwortet, ob er ihn verschleiert oder ob er hier das tut, was seines Amtes ist, nämlich klarzustellen, dass das im Freistaat Sachsen in Deutschland nicht zulässig ist. Vielen Dank. Frau Dr. Kaufmann, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der heute zur Beschlussempfehlung vorliegende Antrag oder die Vorlage hat zum Ziel, gesamtstädtische Planungsinteressen durchzusetzen. Einem Ort, der durchaus umstritten ist, sind städtebauliche Planungen in der Weise, wie es nicht eine Investorin, sondern wie es eine Stadt für gut heißt, umzusetzen. Und heute ist im Grunde genommen ein sehr, sehr plastisches Beispiel dafür, wie es Investoren nicht machen sollten und wie sich ein Rechtsstaat und auch wir als öffentliche Vertreter dagegen wehren sollten, dargestellt wurden. Ich möchte daran erinnern, dass Frau Töberich vor einigen Jahren versucht hat, das Technische Rathaus räumen zu lassen. Sie hat dort Bohrkerne ziehen lassen, um nachzuweisen, dass das Gebäude kontaminiert war. Ich möchte daran erinnern, ist die Frage der Mitte, Frau Malberg. Ich würde nicht in Ihr privates Gebäude gehen und dort einfach mal einen 10 cm großen Bohrkern aus Ihrer Wohnzimmerwand entnehmen. Es war falsch. Meine Damen und Herren, das jetzt ist Zweite, Frau Dr. Kaufmann beim Reden. Sie können sich sicherlich daran erinnern, dass als besagte Investorin nicht ihr Baurecht erreichte, am Albertplatz von ihr eine Tankstelle errichtet werden sollte. Wir haben dort, wo heute das Hochhaus saniert und das Einkaufscenter entstehen soll und entsteht, eine Veränderungssperre erlassen. Wir haben des Weiteren eine Veränderungssperre dort erlassen, wo Frau Töberich ein kleines Grundstück erworben hat, um privaten Wohnungsbau von privaten Investoren in der Leipziger Vorstadt zu verhindern. Das ist der Plan 357. Da Frau Regine Töberich jetzt dummerweise Eigentümer oder Teileigentümerin der Fläche ist, um die es gerade geht, und eben nicht eine Tankstelle errichten kann auf ihrem Grundstück, weil das
mögliche Investition von ihr verhindern würde, hat sie sich auf ein neues, auf ein anderes, auf ein verändertes Mittel, was nach wie vor falsch ist, nämlich das Abbaggern öffentlicher Wege, zurückgezogen. Ich möchte zum Punkt kommen. Ein Bebauungsplan an dieser Stelle schafft Baurecht. Frau Töberich ist der Meinung, öffentliches Recht brechen zu können und ohne Bebauungsplan im Überflutungsgebiet der Elbe bauen zu dürfen. Das darf sie nicht. Das darf sie nicht in Dresden. Das darf sie nicht in Sachsen. Das darf sie nicht in Deutschland. Sie möchte es aber. Und deswegen, und genau deswegen, weil wir eben dieses gesamte Gebiet entwickeln wollen, auch mit Wohnungsbau, aber eben in einer Weise, wie es dem Standort und durchaus auch seinen Gefahren und Potenzialen angemessen ist, ist diese Veränderungssperre in unseren Augen das alleinige Mittel, um zum Erfolg zu kommen. Und ich bitte Sie deswegen, bei aller Polemik, bei allem gefährlichen Halbwissen, dieser Vorlage in dieser Weise zuzustimmen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, als nächste Wortmeldung kriegt mal Herr Thiele vor. Tja, nach dem, was man sich jetzt hier so anhören musste, möchte ich doch noch mal hier vorgehen und ein paar Sachen aus unserer Sicht schon noch mal darstellen. Es klingt ja geradewegs so, als würden wir uns hier auf der rechten Seite des Stadtrates zum Lakaien machen für eine Bebauung, die da irgendwie rechtswidrig wäre. Die, man kann über Angemessenheit auch immer streiten, ne? Die dann völlig unangemessen wäre, die überhaupt keine Aspekte des Hochwasserschutzes beachten würde, die der Bauordnung widersprechen würde und die dann quasi, Herr Wirz, ne, nach dem Motto, die Leute, die dann dorthin ziehen, die werden dann im nächsten Hochwasser ihrem Schicksal überlassen und wie verantwortungslos das doch alles wäre. Und das zeigt eigentlich Ihre Kleingeistigkeit. Sie haben, da gibt es genügend von Ihnen, die sich jahrelang eben auch mit diesen beiden Investitionsprojekten beschäftigt haben. Viele Fragen wurden in den ganzen Diskussionen, die wir geführt haben, vorher beantwortet. Die Fragen des Hochwasserschutzes wurden behandelt. Natürlich war es kein Gebietsschutz zwischen der Marienbrücke und dem Pieschner Winkel. Geht auch nicht, weil die Investoren natürlich nicht die gesamte Fläche in ihrem Besitz hatten, sondern den Hochwasserschutz nur dort herstellen können, wo sie auch Eigentümer sind, und sie haben immer wieder versichert, dass dann diese Hochwasserschutzlösungen sich eingliedern in einen Gebietsschutz, auch in einen öffentlichen Gebietsschutz, der dann errichtet wird, um dieses gesamte Gebiet zu schützen. Aber so wären wir wenigstens jetzt mal ein Stück weit vorangekommen, denn auch heute wurde wieder nicht gesagt, die Herstellung des Gebietsschutzes steht in ganz weiter Ferne. Zuständig ist dafür nun mal der Freistaat Sachsen. Die Elbe ist ein Gewässer erster Ordnung und dort gibt es bis mindestens 2020 weder die Mittel noch die Kapazitäten, und auch mit Unterstützung der Stadt würde ich nichts werden. Wir werden hier also auf Jahre hinaus mit dank Ihrer Politik keine Entwicklung in diesem Gebiet erzielen. Und dann ist es einfach mal nicht so, dass wir hier verantwortungslos entscheiden würden, nur im Sinne von irgendwelchen Investoren und uns zu diesen Lakaien machen. Nein, wir stehen hier für die Realisierung von Investitionen, für die Entwicklung unserer Stadt und dann eben auch für neue Wohnungen, die wir dringend brauchen, brauche ich Ihnen eigentlich nicht zu sagen, und auch für die Herstellung eines Hochwasserschutzes. Und das hätte sich alles sehr gut miteinander hier in Einklang bringen lassen können. Und jetzt möchte ich noch mal was dazu sagen, Sie haben es angesprochen, zu unserem Innenminister Herrn Ulbich. Ja, er ist unser OB-Kandidat und in dieser Position hat er sich dieses Themas auch angenommen. Und er hat klipp und klar erklärt, wenn er hier die Gelegenheit bekommt, die Verantwortung zu übernehmen, wird er sich dafür einsetzen, hier entsprechende Lösungen zu finden. Und ich versichere Ihnen, er als Innenminister, als derzeit zuständiger Innenminister, wird sehr genau darauf achten, dass hier Recht und Gesetz im Freistaat Sachsen eingehalten wird. Und wenn es denn so ist, dass das Wegbaggern des Elbradweges heute rechtswidrig war, dann wird Herr Ulbich
nicht sozusagen dagegen einschreiten, wenn Frau Töberich dafür zur Verantwortung gezogen werden würde. Na logisch, da brauchen Sie doch gar nicht zu lachen. Aber sind Sie sich wirklich so sicher, dass Frau Töberich im Unrecht ist? Es werden viele Dinge hier in der letzten Zeit auch benannt. Es gibt verschiedene Sichtweisen. Ist der Radweg öffentlich gewidmet und so weiter und so fort? Herr Scholbach, wenn Sie es genau wissen, okay, ich bin mir nicht ganz so sicher. Und warten wir es doch ab. Sie als Rechtsanwalt wissen doch viel besser als ich. Am Ende gilt das, was ein Gericht entscheidet oder eine entsprechend zuständige Behörde. Das kann auch im Übrigen nicht der Stadtrat sein, schon gar nicht Ihre rot-rot-grüne Mehrheit hier drüben. Warten wir es einfach ab und wenn dann entsprechend hier diese Beschlüsse getroffen sind, entsprechend Urteile gesprochen sind, dann ist es so, dann wird das von allen akzeptiert. Hier heute zu fabulieren und zu spekulieren, so wie Sie es hier drüber gemacht haben, um die Investoren hier öffentlich zu beschädigen, das ist einfach mal schäbig, das ist Ausdruck Ihrer Politik. Und Frau Kaufmann, wenn jetzt sozusagen Privateigentum, private Investitionen als dümmerweise Eigentümerin hier bezeichnet wird, es ist wirklich zum Schaden dieser Stadt, schämen Sie sich, so kann es hier nie weitergehen. Also echt mal. Weitere Wortmeldung, Herr Dr. Lamus. Herr Erster Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Thiele, es ehrt Sie vor allen Dingen, dass Sie versuchen, einen differenzierten Blick einzunehmen auf die Dinge. Das muss man mal klar sagen. Und ich habe durchaus auch, was den polemischen Gehalt angeht, einen sehr großen Unterschied zwischen Ihrem Beitrag und dem von Herrn Zastrow gehört. Das will ich nochmal ganz deutlich klarstellen. Zweitens müssen wir aber auch, wenn wir jetzt hier reden, an diejenigen denken, die da draußen an diesem Elbe-Radweg zurzeit damit beschäftigt sind, Sicherheit und Ordnung durchzusetzen, die nämlich für die Landeshauptstadt Dresden dort rausgefahren sind und jetzt versuchen, soweit es möglich ist, verkehrssichere Verhältnisse dort herzustellen, angesichts dessen, was geschehen ist, wenn es ihnen denn schon nicht gelungen ist, angesichts der eigenmächtig getroffenen, vollendeten Tatsachen, hier das Wegbaggern dieses Weges zu verhindern. Und dazu gehört, dass man auch ein klares Bekenntnis dazu abgibt, dass man grundsätzlich mal, solange man es nicht deutlich besser weiß, den faktischen und tatsächlichen Auskünften der Verwaltung zu folgen hat. Und ich denke mal, wenn hier die rot-rot-grüne Seite dem Herrn Amtsleiter Professor Köttnitz glaubt, dass dieser Weg öffentlich gewidmet ist, dann sollten Sie es doch erstmal auch tun, solange Sie was nichts Besseres wissen. So. Und nicht spekulieren, dass Herr Köttnitz vielleicht ganz großen Blödsinn sagen könnte. Denn das ist auch der Respekt, den wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort schulden. Und wenn ein Baubürgermeister, mit dem wir uns ja sicherlich an vielen Punkten kritisch auseinandersetzen, genau dieses auch bestätigt, dann sollten wir das doch auch so respektieren und solange wir nichts Besseres wissen, auch nicht so tun, als ob das irgendwo anders wäre. Und gucken Sie sich bitte mal an, was in der Umgebung geschieht. Die Investorin hat sich nicht bei der Rechtsaufsicht in irgendeiner Form durchgesetzt, obwohl es da Prüfungen, Kontrolle, Gespräche gegeben hat. Das muss ich doch erstmal zur Kenntnis nehmen. Genauso wie ich zur Kenntnis nehmen muss, dass unsere Entscheidung über das Bürgerbegehren rechtmäßig gewesen ist, auch nach Auffassung der Rechtsaufsicht, was wir seit heute wissen. Ja? Und wenn Sie da das Oberste zu Unterst kehren, an der Stelle immer, dann quatschen Sie dieses System wirklich in eine Unordnung hinein, dass keiner mehr weiß, wo vorne und hinten ist am Ende. Und das müssen wir mal ganz deutlich sagen. Das untergräbt wirklich die Grundlagen von der Ordnung. Wenn man einen Bescheid bekommen hat, dass man nicht baggert, dann muss man den Bescheid aus der Welt bringen. Und ich denke, seit heute Mittag
weiß auch noch der Letzte, warum es richtig ist, diese Eigentümerin dort nicht frei nach ihrem Willen gewähren zu lassen, weil es nämlich an der Rücksicht auf die öffentlichen Belange fehlt. Und das ist etwas, was wir durchsetzen hier. Und was ich auch noch mal ganz deutlich betonen muss, wir beschließen heute eine Veränderungssperre, die von der Stadtverwaltung erarbeitet worden ist, die von Herrn Bürgermeister Marx als Vorlage verantwortet wird, die von der Oberbürgermeisterin oder Herrn Ersten Bürgermeister, das weiß ich von der zeitlichen Reihenfolge her, nicht mehr in den Geschäftsgang eingebracht worden ist. Ich denke, es war die Oberbürgermeisterin, die das noch gemacht hat. Und wir nehmen unsere Verantwortung für die Stadt jetzt wahr und erlassen diese Veränderungssperre, damit dort die Planung Wirklichkeit werden kann, die im öffentlichen und allgemeinen Interesse dort das Richtige ist. Und das tun wir jetzt und deshalb lassen Sie uns jetzt zustimmen. So, meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann würde ich zur Abstimmung schreiten. Wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen. Nein. 35 Ja, 31 Nein, eine Enthaltung wird damit angenommen.